Ja, als letztes in diesem Abschnitt über Fehler wollen wir uns jetzt Algorithmen anschauen. Das heißt also, angenommen, wir haben einen Rechenweg gefunden, um ein Problem zu lösen. Wir wollen entscheiden, ist dieser Rechenweg vernünftig, ist es ein guter Algorithmus. Und zunächst mal, man würde vielleicht sagen, ein Algorithmus ist dann bezogen auf Fehler dann gut, wenn er einen kleinen Fehler liefert. Grundsätzlich ist das richtig, aber wir wissen ja schon, dass bei instabilen Funktionen, bei schlecht gestellten Problemen der Fehler ohnehin immer groß ist, also ohne dass wir anfangen zu rechnen. Das heißt, der unvermeidliche Fehler ist da bereits groß. Das heißt, wir würden doch eigentlich sagen, ein Algorithmus ist dann gut, wenn er einen Fehler liefert, der tatsächlich in der Größenordnung dieses unvermeidbaren Fehlers liegt. Algorithmen, die das tun, nennen wir auch gerne stabil. Tun sie das nicht, das heißt, also liefern sie einen viel größeren Fehler als der, der unbedingt sein muss, nennen wir diese Algorithmen instabil. Und ein Beispiel für einen instabilen Algorithmus, einen ganz einfachen instabilen Algorithmus, möchte ich Ihnen jetzt zunächst mal hier zeigen. Und zwar die Aufgabe sei einfach nur, berechne die Summe aus x und y für zwei Zahlen x und y und die beiden Zahlen sind 1 und 1. Ja? Okay, der erste Algorithmus wäre, ich berechne einfach x plus y. Wie sieht es da aus mit dem unvermeidbaren Fehler? Na, der unvermeidbare Fehler wird klein sein, denn die beiden haben nicht das gleiche Vorzeichen. Das heißt also, wir haben keine Auslöschung und in diesem Fall ist die Addition tatsächlich gutartig. Das heißt, wir erwarten einen kleinen Fehler. Naja, und was machen wir? Wir berechnen ja einfach nur die Summe von den beiden auf dem Rechner und der Fehler liegt in der Größenordnung von Apps. Ist klein, ja, denn das ist sowieso der Fehler, den wir erwarten müssen, wenn wir x und y in die Rechnung mit einbringen. Das heißt also tatsächlich, wenn wir einfach nur addieren zwei Zahlen, ja, dann ist der Algorithmus tatsächlich auch gut, ist der Algorithmus stabil. Entschuldigung. Genau, okay. Jetzt machen wir ein bisschen was anderes. Wir machen ein bisschen was Komplizierteres. Und zwar, wir wollen x plus y ausrechnen, aber wir rechnen nicht einfach x plus y, sondern wir rechnen x plus z für irgendeine große Zahl z, zum Beispiel mal 1000. Und wir berechnen x minus z für eine große Zahl z. Und dann addieren wir diese beiden Zahlen. Mathematisch ist das exakt dasselbe wie vorhin. Ja? X plus z plus x minus z. Gibt x plus y minus z, Entschuldigung, da haben wir ein y. X plus z plus y minus z, naja, also gibt wieder x plus y. Ja? Das heißt also, mathematisch ist es völlig egal, das kann ich ruhig machen, mit dem z drauf addieren und abziehen, geht ja sowieso wieder raus. Jetzt schauen wir uns an, was darauf auf dem Rechner wird. Und zwar will ich wieder diese Arithmetik von vorhin nehmen, wo wir p gleich 2 haben, also wir haben zwei Stellen und wir rechnen im Dezimalsystem. Okay, unsere Zahl z ist 1000, plus 1 gibt 1001. Wir müssen das auf dem Rechner darstellen. Das heißt also, wir müssen die nächste darstellbare Zahl nehmen. 1001 ist auf dem Rechner nicht darstellbar, weil wir ja nur zwei Stellen benutzen dürfen. Das heißt also, die korrekte Darstellung wäre, naja, jetzt habe ich es hier schon falsch gemacht. Es ist hier tatsächlich, steht hier 1 mal 10 hoch 3. In Wirklichkeit müsste es natürlich heißen 0,1 mal 10 hoch 4. Und entsprechend minus 999, die nächste darstellbare Zahl ist minus 1000. Das heißt also, hier haben wir als nächste darstellbare Zahl, also als Ergebnis dieser Subtraktion da oben, haben wir minus 0,1 mal 10 hoch 4. Okay, jetzt addieren wir die beiden und wir stellen fest, da kommt 0 raus und der Fehler, wie vorhin, der Fehler ist wieder 100%. In diesem Fall wäre also offensichtlich der tatsächlich entstehende Fehler, 100%, viel größer als der unvermeidliche Fehler, von dem wir ja gerade festgestellt haben, naja, der unvermeidliche Fehler liegt in der Größenordnung der Eingangsdaten. Wenn wir einfach nur die Daten auf den Rechner bringen, dann haben wir einen Fehler von Apps. Das heißt also, wir haben hier gehabt einen Fehler in der Größenordnung von Apps. Wenn wir das machen, große Zahl drauf addieren, wieder abziehen, bekommen wir einen Fehler von 100%. Warum entsteht dieser Fehler?
Naja, also hier vorne, das x plus y war ja völlig unproblematisch, weil die beiden tatsächlich dasselbe Vorzeichen haben. Hier habe ich jetzt x plus z plus y minus z. Naja, also das hier ist jetzt eine Zahl, die positiv ist. Das hier ist eine Zahl, die negativ ist. Dadurch, dass das z so groß ist, haben die beiden jetzt so ungefähr dieselbe Größenordnung. Das heißt, ich habe hier jetzt tatsächlich krampfhaft tatsächlich eine Auslöschungssituation wirklich erzeugt. Ja, und natürlich ist wieder die Erklärung, okay, durch dieses Addieren und Abziehen bekommen wir hier Auslöschung bei der Addition. Jetzt können Sie mit Fug und Recht sagen, naja, so blöd wird ja keiner sein. Ja? Also, dass man erst eine Zahl drauf addiert und dann anschließend durch die Zahl wieder teilt. Entschuldigung, erst die Zahl drauf addiert und dann die Zahl anschließend wieder subtrahiert. Okay, ja, könnte man so sehen. Blöderweise passiert das manchmal unabsichtlich. Und ausgerechnet, also bei dem Schulbeispiel für Funktionen, die man doch mal auf dem programmierbaren Taschenrechner programmieren sollte, ausgerechnet da stellt man fest, dieser Algorithmus, den man da sofort rausbekommt, der ist instabil. Und was meine ich natürlich? Ich meine die PQ-Formel damit. Ja? Also ich glaube, jeder Programmierkurs mit Taschenrechnern fängt damit an, dass man erstmal die PQ-Formel auf den Taschenrechner bringt. Das Problem ist, diese Formel ist tatsächlich instabil. Es gibt Kombinationen von P und Q, bei denen diese Formel viel schlechtere Ergebnisse liefert, als sie eigentlich müsste. Das möchte ich Ihnen zeigen. Zunächst mal wollen wir uns überlegen, welche Größenordnung P und Q denn dabei haben sollten. Und ich habe hier mal die PQ-Formel für eine von den beiden Lösungen hingeschrieben. X1 wäre minus P halbe plus, upsala, nicht plus minus, sondern plus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q. Ich möchte mir überlegen, wann dieses Plus hier vorne tatsächlich eine Auslöschung liefert. Naja, also die Wurzel ist positiv. Wenn das p positiv ist, dann haben wir hier eine Zahl mit negativem Vorzeichen, hier eine mit positivem Vorzeichen. Das heißt also, dann ist schon mal, das ist schon mal dann ein kritischer Kandidat für Auslöschung. Dann, wann liegt denn die Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus q in der Größenordnung von p halbe? Naja, nehmen wir mal an, das q wäre 0 oder wäre zum Betrag zumindest viel, viel kleiner als das p hier vorne. Naja, dann macht das q hier vorne macht überhaupt nichts aus. Und wenn ich die Wurzel ziehe, dann liegt die Wurzel aus p halbe zum Quadrat, ja, liegt in der Größenordnung von p halbe. Hier vorne steht ein minus p halbe. Und tatsächlich, wir bekommen Auslöschung, denn wir haben unterschiedliche Vorzeichen und zwei Zahlen, die wir addieren, die in derselben Größenordnung liegen. Okay, das heißt, wir ahnen schon, wie wir das Ganze ansetzen müssen. Da ich keine Lust habe, diese Ableitungen, die da auftauchen, tatsächlich von Hand auszurechnen, wollen wir mal gucken. Ich habe das Ganze natürlich vorbereitet. Und da ich nicht Lust habe, wirklich diese Ableitungen auszurechnen, mache ich das Ganze mit SumPy, auch einfach, um Ihnen nochmal zu zeigen, dass solche Sachen wirklich nützlich sind. Okay, also ich mache das in Python. Zunächst mal, ich möchte P und Q als Symbole definieren. Das heißt, mit denen möchte ich einfach symbolisch rechnen. Dann gebe ich hier x1 und x2 an. Das sind die ganz normalen Lösungsformeln der PQ-Formel. Und das können wir auch nochmal sehen. Das hier vorne ist x1, das hier vorne ist x2. Da ist noch nichts passiert. Okay, wir wollen jetzt ein spezielles Pärchen von P und Q einsetzen, das besonders problematisch ist. Und wir wählen P gleich 2 und Q gleich 10 hoch minus 20. Ja, erinnern Sie sich, das Q musste wesentlich kleiner sein als das P vom Betrag her. Und das ist hier tatsächlich der Fall. Wir erwarten also, dass das X, in diesem Fall das X2 hier oben, dass dieses x2 hier vorne jetzt ein sehr schlechtes Ergebnis liefert, denn hier vorne steht eine negative Zahl, da steht eine positive Zahl. Umgekehrt, wir erwarten, dass die erste Formel hier oben, dass die ein gutes Ergebnis liefert, denn, naja, hier vorne steht ein Minuszeichen, die Wurzel ist positiv, das heißt, das hier vorne ist negativ und das hier vorne ist auch negativ, das heißt, da werden zwei negative Zahlen addiert und da erwarten wir überhaupt keine Probleme, das heißt, wir erwarten, das erste ist gut, das zweite ist möglicherweise schlecht. Okay, gut, wir setzen was ein, und zwar setzen wir hier p gleich 2 ein, q gleich 10 hoch minus 20, wir setzen das ein in unser x2 da oben, also in diese Formel hier vorne, und was bekommen wir raus? Auf dem Rechner 0. Ja?
Und da brauche ich schon überhaupt nicht mehr weiterzurechnen. Auch ich brauche mir schon gar nicht mehr auszurechnen, wie groß die Fehler sind, die dabei gemacht wurden. Denn ich weiß, naja, das Q ist nicht 0. Hinten dieser konstante, dieser konstante Term aus der quadratischen Gleichung, der ist nicht 0. Und damit ist 0 keine Lösung der Gleichung. Und das heißt, wenn ich als Näherung 0 angebe, hat das sofort einen Fehler von 100%. Ja? Ja? Okay, gut. Das heißt also, wir erhalten im X2 einen Fehler von 100% und das ist offensichtlich nicht akzeptabel. Insbesondere, weil wir hier eigentlich überhaupt keine Fehler gemacht haben. Das heißt, der einzige Fehler, der überhaupt aufgetreten ist, das war der Fehler, der dadurch gekommen ist, dass wir unsere Zahlen überhaupt erst auf den Rechner gebracht haben. Das heißt, unsere Eingangsdaten hatten einen Fehler in der Größenordnung von Apps, einen relativen Fehler in der Größenordnung von Apps und das Ergebnis hat einen Fehler von 100%. Jetzt wäre es ja möglich, dass die Verstärkungsfaktoren so ungünstig sind für diese komische Wahl und dass wir tatsächlich so einen hohen Verstärkungsfaktor haben und dass aus diesem Grund der unvermeidbare Fehler sehr groß ist. Was müssen wir dazu machen? Die Ableitung von x2 nach p, das kann ich hier tatsächlich symbolisch ausrechnen lassen und kommt das hier vorne raus. In q genau dasselbe, der entsprechende Verstärkungsfaktor ist q geteilt durch das Ergebnis, also q durch x2 mal die Ableitung von x2 nach q. Ich will mir das hier gar nicht groß angucken, in welcher Größenordnung das tatsächlich liegt. Ich setze einfach mal unsere beiden Werte ein. Und dann sehen wir, die Verstärkungsfaktoren liegen in der Größenordnung 1. Ja, also ich habe vergessen, den Betrag zu nehmen, liegt in der Größenordnung von 1. Der andere Verstärkungsfaktor liegt in der Größenordnung von 0,5. Das heißt also, wir erwarten, dass die Fehler in P mit 1 multipliziert werden, mit 1 verstärkt werden. Das heißt also, die Fehler im Ergebnis die Fehler von P enthalten und die Fehler werden genauso groß sein. Und es gibt einen Anteil am Ergebnis aus den Fehlern von Q und da sind tatsächlich, der ist der Anteil tatsächlich nur halb so groß wie der Fehler, der reingegangen ist. Okay, das heißt also insbesondere, die beiden Verstärkungsfaktoren sind klein und das heißt also, der Algorithmus, zunächst mal die Aufgabe, ist gut gestellt. Okay, das heißt also, wir haben eine gut gestellte Aufgabe mit einem katastrophal schlechten Ergebnis. Das heißt, wir wissen schon, dieser Algorithmus ist instabil. So, damit ist der Algorithmus also instabil. Das heißt also, für diese spezielle Wahl, also mit dem sehr, sehr kleinen Q und dem relativ großen P, bekommen wir sehr, sehr schlechte Ergebnisse. Können wir diesen Algorithmus denn vielleicht in diesem Fall stabil machen oder können wir einen stabilen Algorithmus angeben? Das ist tatsächlich sogar relativ einfach. Und das geht in diesem Fall wirklich auch mit Schulmathematik. Und zwar, wir haben ja vorhin festgestellt, dass die zweite Formel zwar sehr schlecht auswertbar ist. Ja, da haben wir gesehen, wenn wir unsere Zahlen einsetzen, da kommt dann 0 raus. Wenn wir jetzt aber in die erste Formel einsetzen, also die andere Nullstelle auswerten, das ist überhaupt nicht, das ist völlig problemlos, ja, dann bekommen wir keine Auslöschung. Das heißt also, die erste Nullstelle lässt sich tatsächlich mit sehr hoher Genauigkeit tatsächlich angeben. Okay, wie können wir dann, wenn wir die erste Nullstelle haben, die zweite Nullstelle ausrechnen? Naja, also da gibt es auf der Schule den Satz von Vieta, der mehr oder weniger sagt, naja, die Nullstellen, das Produkt der Nullstellen ist einfach das konstante Glied in der quadratischen Gleichung. Das heißt also, das Produkt der beiden Nullstellen ist Q. Und das heißt also, wir brauchen einfach nur auszurechnen, dass Q geteilt durch unsere numerische Approximation, die wir gerade ausgerechnet haben. Und das ist tatsächlich minus 5 mal 10 hoch minus 21. Und es stellt sich in dem Fall tatsächlich heraus, okay, dieses minus 2 hier oben ist praktisch die exakte Lösung. Und das minus 5 mal 10 hoch minus 21 ist hier praktisch die ganz exakte Lösung für die andere Nullstelle. Okay, ich
hoffe mal, dass das ein ganz beeindruckendes Beispiel war, dass man hier sehen kann, es kommt durchaus darauf an, welchen Lösungsweg man wählt. Und es ist auch keineswegs immer offensichtlich, dass ein Weg wirklich so viel schlechter ist als ein anderer. Ich glaube, jeder von Ihnen hätte gesagt, naja, also die PQ-Formel ist eine wunderbare Formel, die würde ich immer nehmen zur Lösung von quadratischen Gleichungen. Tatsächlich, zumindest in sehr außergewöhnlichen Fällen, und diese außergewöhnlichen Fälle treten tatsächlich in der Praxis auf, ist sie tatsächlich ungeeignet.